Der in Rente mit 63, 65 oder 67. Dann bitte ich, ein bisschen zu unterscheiden. Ist das ein Akademiker, der erst mit 35, ich sag mal, eingezahlt hat und erst mit, und ich sag mal, auch ich habe studiert und da war ich so gesundheitlich nicht so angekratzt oder sonst was von meinem Studium, dass das so hart gewesen wäre. Ich war 27, als ich ins Unternehmen kam. Dann hatte der mit mir in der Volksschule war, schon 13 Jahre einbezahlt und hatte 13 Jahre an der Nähmaschine gesessen, dass der eher ein Recht hat, in Rente zu gehen, ohne Abschlag, als ich. Das dürfte wohl klar sein. Und das müssen wir berücksichtigen. Wir müssen die Leistung berücksichtigen und müssen wissen, was haben die Leute an Berufserfahrung.